Guten Abend, meine Leute. Willkommen zurück hier in Harkonia City. Im letzten Part sind wir hier angelangt. Und nun werden wir Richtung Norden ziehen. Aber Leute, so einfach geht das nicht. Ich finde eigentlich, was? Ich finde übrigens, wollte ich sagen, hier diese 8-Bit-Musik hier im Hintergrund. Oder den 8-Bit-Teil hier in diesem Soundtrack. Richtig schön. Ist mir auch so aufgefallen. Ne? Ist das 8-Bit oder waren das 16-Bit? Oder 64? Oder was auch immer Bit. Aber diese Oldschool-Musik. Aber, wie ihr hier seht, wie, was, wo? Ich war hier an meiner Hard Gold-Edition. Ich habe ja auch nachgesehen, ob ich noch einen Blattstein habe für den Fall, dass ich dann später rüberwechsel, ne? Und da habe ich in meiner Box gesehen, dass ich da ein paar Pokémon-Eier gehabt habe. Und ich habe mir gedacht, what the fuck ist das? Welche Eier habe ich mir hier gebrütet? Oder hier, ja, gebrütet. Ja, gebrütet habe ich es ja noch nicht, aber ihr versteht, was ich meine, ne? Und ich habe mir einfach gedacht, eines dieser Pokémon werde ich einfach jetzt hier rüberwechseln. Und das wird ein Pokémon, das wir verwenden können. Es ist so eine Art Randomizer, kann man jetzt sagen, weil ich habe absolut keine Ahnung, was das sein wird. Also schauen wir mal. Und ein Ei. Und? Ein Schuppel. Das hätte ich mir jetzt nicht wirklich erwartet, aber warum nicht? Schuppel, das ist interessant. Interessant und männlich. Ich habe zuerst das N gesehen, deswegen Noah. Wahrscheinlich gibt es sicher einen besseren Namen, der mir einfallen würde, wenn ich ein bisschen näher darüber nachdenke. Aber egal. Hallo Noah. Mann. Strotzt vor Energie. Und jetzt rammel dich. Rammel? Das ist das komplett falsche Wort. Jetzt rammel ich dich. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, jetzt stopfe ich dich in die Box rein. Ich rammel dich in die Box rein. Das ist. Warum wollte ich. Oder gibt es irgendein anderes Wort? Ich ramme dich in die Box rein. Vielleicht das? Keine Ahnung. Und ihr seht hier, ich habe ja auch noch zwei andere Eier. Das kann man auch zweideutig verstehen. Das eine ist unser Togepi-Ei, ne, das wir bekommen haben. Das andere ist das aus diesem Typi aus Viola City, habe ich ja euch gesagt. Da kann man sich durch Geheimpasswörter... durch diese Wortkombinationen sich auch Eier verschaffen. Das klingt so doof. Wir könnten es auch ausschlüpfen, ne? Ausschlüpfen lassen. Nee. Weil, soll ich das euch schon sagen? Nein, das sage ich euch noch nicht. Und ich habe gesehen, es hat Donnerblitz. Ein Donnerblitzviech. Und Spukball auch schon. Okay. Keine Ahnung, was ich mit dir vorgehabt habe. Aber naja. Ist auch mal interessant. Sorry, James, dass du in der Box versauern musstest. Und wie sich's angehört hat, wird man dort reingerammelt. Sorry, deswegen. Aber egal. Dann schreiten wir weiter voran. Und hier gibt's, glaube ich, ja auch interessante Pokémon. Also schauen wir mal, welches Pokémon uns hier anspringt. Ich hätte nichts gegen ein Girafarig. Das würde ich Otto nennen. Hallo Otto! Du bist weiblich? Das ist doof. Anna, dann nenne ich dich Anna. Wie heißt das Phänomen hier mit, dass, wenn man es von hinten liest, das gleiche Gebühr, wenn man es von vorne liest? Palindrom? Nein, oder? Doch, Palindrom. Ich glaube schon, dass es so heißt. Auf jeden Fall werde ich dich fangen und Anna nennen. Oder gibt's noch irgendwas? Mir fällt gerade spontan kein weiblicher Name ein, der so ein Palindrom ist oder so. Agilität. Aber ist auch interessant, so ein Girafarig, ne? Ich muss dich ein bisschen schwächen, wie es ausschaut, aber ich hab nix. Ich hab nix. Nix hab da. Rankenhieb ist Step, aber nicht wirklich so stark. 15 Level drüber. Nein.
Finger kreuzen. Komm schon, das überlebst du. Ah, yes. Oh, das möchte ich allerdings nicht sehen. Ja, das zieht einiges ab, ne? Wir dürfen nicht vergessen. 15 Level drüber. Ja, wie schaut's mit dir aus? Ja, es ist nicht sehr effektiv gegen dich, also gut. Wish! Jetzt beschnüffelt es das neue Pokémon hier einfach. Was soll denn das? Jetzt wirst du eingefangen, Anna. Du wirst eingefangen, ey. Aber das erinnert mich jetzt auch an meine Mathematik-Pflichtlektüre. Da werden auch immer wieder Beispiele gebracht. Weil da geht es eher um das Verständnis von... Nehmen wir das Verständnis von der Addition hier. Da gibt es ja vier Arten der Addition, kann man sagen. Je nachdem, wie man es formuliert, ne? Und da wird als Beispiel Kind immer Anna genannt. Das war irgendwie immer so komisch, weil im ersten Semester hat unsere Lehrerin auch Anna genannt. Hat geheißen. Und da. Was, Anna? Was wollte ich sagen? Ach ja, und es war halt irgendwie halt merkwürdig, dass die Lehrerin auch Anna geheißen hat. Und da kann man sich irgendwie auch vorstellen, wahrscheinlich fühlt sie sich so geehrt. Oh, das Kind. Ich werde, also mein Name wird hier genannt, Anna. Oh. So ist sie wahrscheinlich nicht drauf, aber es wirkt halt auch ein bisschen komisch, dass, ja, Lehrerin dann auch Anna heißt und so. Sein Schweif, der auch ein Gehirn hat. Okay, das klingt irgendwie so doof. Beißt manchmal von alleine zu, wenn er einen Duft wahrnimmt. Naja, wenn das Girafarik dauernd furzt, schnappt dann dieser Schweif. Naja. Darüber möchte ich nicht wirklich näher nachdenken. So, Anno. Gut. Naja. So. Und vielleicht seid ihr interessiert, was es denn für Arten der Addition gibt. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon. Nur sage ich es jetzt nicht. Weil ich nicht spontan jetzt... Es gibt... Nein, das probiere ich jetzt nicht. Weil das Gleiche gibt es auch bei der Subtraktion, auch bei der Multiplikation nicht. Ich kann es aber sagen, bei der Division gibt es... Verteilen und aufteilen, das ist nicht das Gleiche, ne? Da geht es eben um, was ist gesucht? Die Teilmenge oder die Einzel... Die Elemente, ne? Die Einzelelemente. Das muss einem dann klar werden. Zumindest aber bei der Subtraktion gibt es auch vier... Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist irgendwie auch manchmal so wie das Vokabellernen irgendwie auch. Man kann aber das Beispiel nennen, weil das ist ja dann doch wichtig zu wissen, wie halt das Beispiel ist, ne? Ich glaube, ich nehme dich hier jetzt doch auf, weil Pipi dann später mit Pixie kann ein guter Trainingspartner werden. Generell würde ich vielleicht nochmal zurückgehen und ein paar... Leuten ihre Telefonnummer klauen. Naja, egal. Auf jeden Fall geht es da auch immer wieder ums Ergänzen. Also Person A hat 4 Äpfel, Person B hat 2 Äpfel. Und dann ist halt die Frage, wie viel hat Person A mehr als Person B oder... Person A gibt Person B 5 Äpfel, danach hat Person B 9 Äpfel, wie viel hatte Person A, Person B dann am Anfang oder so. Wahrscheinlich die meisten denken sich jetzt so, was laberst du hier für eine Scheiße? Ich kann es mir besonders gut vorstellen, weil ich es nicht wirklich euphorisch von mir gegeben habe, dass ich einfach, ja, und dann ist so, und dann so. Um das Verständnis geht es. Schon wieder so ein blödes Garados. Und schon wieder James und so unser Radikal hier.
Aber wenn es Eiszahn hat, der cheatet, oder? Entwickelt sich Kappa nicht Level 21? Es kann sich aber schon Level 22 entwickeln. 20 entwickeln, deswegen, ich bin mir da nicht so sicher. Naja. Aber trotzdem. Level 20? Gyarados? Es ist vielleicht noch nicht so erfahren, ne? Aber wo wir letztens von Glück und Pech geredet haben, in diesem glücklichen Kampf, den wir geführt haben gegen 2, 3 Gyaradosen, muss man dann auch sagen, dass das Gyarados nur eine Runde geschlafen hat. Was ziemlich bescheuert war, ne? So. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Glück hier, okay. Ein bisschen mehr Glück, versteht ihr? Wir waren noch vor kurzem auf dem Meer. Okay, gut. Gut gemacht, ihr beiden. Ein Carpador. Aber der Trainer könnte sich auch lohnen, eventuell. Nur frage ich mich jetzt auch, das gewisse Pokémon, das jetzt auf uns wartet. Sollen wir uns auch anwagen an dieses gewisse Pokémon? Schau mal, die Reflexion. Freut dich das? Oh Mann, ey, das ist das... Ja, es ist schön und gut, da kriegt man sogar was. Bei diesen Ereignissen hier. Das ist ja was Schönes. Aber manchmal möchte ich einfach nur wissen, was mein Pokémon denkt. Und nicht, dass er dauernd irgendwas in der Fresse hält. Zumindest James. Oder wie soll es sonst irgendetwas halten? Vielleicht Blätter? Irgendwie kann es? Keine Ahnung. Und zuckelt gemütlich hinter dir her. Okay. Süderle. Schauen wir einfach hier mal entlang. Welches Pokémon gäbe es hier noch? Luxo. Wäre auch recht interessant gewesen, muss ich hier an dieser Stelle sagen. James, flieg in die Ewigkeit. Flatter, flatter, flatter. Obwohl, ich glaube, dieses gewisse Pokémon, das hier auf uns wartet, dort am See des Zorns, oder eigentlich im See des Zorns, das hat ja, glaube ich, Drachenwut, oder? Aber wir können hier, ja, dann probieren wir hier so einen Encounter zu bekommen. Weil ich glaube, hier gibt es eh nur Dingsbums, Carpador oder so. Das haben wir ja schon, ne? Also schauen wir mal, vielleicht irgendwie so ein Baum-Pokémon, ein Kopfnuss-Pokémon. Das wäre interessant. Leider nicht. Achso, hier können wir auch lang. Okay, ich habe mir schon gedacht, wie kommen wir jetzt sonst dorthin? Weil ich glaube, wenn man rechts lang geht, kann man hier jetzt nicht in dieses Maze rein. Ich möchte doch nur ein Pokémon fangen. Wenn ich hier jetzt im Wasser mich herumirre, dann encounter ich 3 Pokémon und dann muss ich einen Carpador fangen, worauf ich jetzt nicht wirklich Bock habe. Komm schon! Ich suche ein Pokémon! Pokémon, komm her! Ich such dich! Komm, please, her! So, like a bat, schaut euch mal unseren Protagonisten an hier, ne? Endlich! Dankeschön, Halleluja! Und? Mutut! Claire! Warum? Es ist Dupsklaus, ne? Aber ich überlege vielleicht noch einen Mutut ins Team zu nehmen. Ich denke mir jetzt gerade, das ist die Tochter von Claire. Sie hat uns auch immer wieder, sie hat uns ja verfolgt, ne? Und jetzt kommt sie und sagt, los, ich bring das zu Ende, was meine Mutter nicht geschafft hat. Das ist das Kind von Riki und Claire. Oh, Mann, ey. Ich muss es jetzt einfach einfangen. Und, Die andere. Was, die andere Dingsbumsatz auch noch. Ich muss es einfangen. Und es ist das Kind von den beiden. Es ist das Kind, es passt auch. Das weibliche Pokémon, es schaut ja so aus mit dem Brüten und mit Kindererzeugen hier in der Pokémon-Welt. Schaut ja so aus, dass
weil das weibliche Pokémon ein Hutut oder ein Noctu war bei der Erzeugung, ist es ja so, dass das Kind dann auch ein Hutut wird, beziehungsweise die Basisstufe von dem jeweiligen Pokémon, vom Weibchen, ne? Deswegen passt sie ja auch, ne? Ich finde es aber doch ein bisschen bescheuert, dass das die Regel ist hier. Dass nur das Weibchen, dass das nicht irgendwie zufällig ist, ne? Weil das ist auch irgendwie ziemlich unlogisch. Stellt euch das einfach mal vor, ne? Auch in Real Life. Die Menschen. Wir haben die ganze Zeit Sex und wir möchten Kinder erzeugen, aber weil das Weibchen die ganze Zeit die Kinder bekommt, die Weibchen bekommen ständig die Kinder, gäbe es dann nur noch weibliche Kinder. Irgendwann sterben die Menschen aus und dann haben wir den Salat. Hutut. Wie soll ich dich denn jetzt nennen, ne? Claire und Riki. Ich muss dich jetzt Dingsbums nennen. Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du jetzt? Mir fällt der Name nicht ein. Wie heißt denn der weibliche Protagonist aus Little Busters? Das ist... Oh, wie heißt sie? Wenn es mir jetzt nicht einfällt, dann schaue ich jetzt nach. Rin. So heißt sie. Rin. Das ist auch irgendwie merkwürdig im Japanischen, dass manche Namen wirklich männlich und weiblich sein können. Weil Rin ist ja eigentlich der männliche Protagonist aus Blue Exorcist. Und da in Little Busters ist es der weibliche Protagonist. Naja, die rote Flöte. Och Mann. Och Mann. Sie wollten uns wahrscheinlich überraschen mit ihrem Kind, ne? Das Kind hat uns jetzt die ganze Zeit verfolgt. Oh Mann, warum muss ich mir sowas dauernd denken? Das ist traurig. Naja, wir müssen weiter vorangehen. Voran. Nur, das nächste Weibchen, das von uns geht, wird durch Rinder ersetzt, würde ich sagen. Weil das ist der Wille von Riki und Claire. So schaut's aus. So. Durch dieses Maze. Und der Part ist auch wieder bald vorbei. Aber ich möchte mich hier durchkämpfen. Wo wir ja gerade hier sind. Oder habe ich noch irgendetwas geplant? Ich könnte nochmal in die Fleckmon-Höhle oder so gehen, ne? Aber ich möchte dort erst hin, wenn wir... Achso, ich habe 21 Superschutz. Ich hätte gedacht, nur ein. Naja, ist umso besser. Aber ich möchte erst diese Höhlen erkunden oder zur Alfruine gehen, wenn ich Stärke benutzen kann. Kann ich das jetzt schon? Ich glaube nicht, ne? Deswegen warte ich hier noch ein bisschen. Ich glaube, das kann man nach der 7. Arena oder nach der 6. Ich weiß jetzt gerade nicht so recht. Naja, ist auch wurscht. Hallo, du da, bist du nicht der Kraftreserve-Heini? Du hast einen weiten Weg hinter dir. Während ich hier meditiert habe, ist eine neue Kraft in mir erwacht. Ich möchte Pokémon teilen, ihr nehmt mein Geld! Was ist das? Ich möchte ein Pokémon mit dir teilen, habe ich gerade gelesen. Okay, egal. Weißt du, das ist eine Kraftreserve. Bring Ware, Typ, Stärke, jeweiligen Pokémon ab. Blablabla. Ja, gut. Kann vielleicht eventuell, aber nur vielleicht eventuell nützlich sein. Aber, nee. Jetzt gerade nicht, ich will nicht. So, aber dort oben ist ein Pokéball, ein Item. Geheimpower. Okay. Aber ich glaube, wir haben hier eigentlich alles. Sollten wir eigentlich haben. So, ich habe schon mit den Gedanken gespielt. Ich höre jetzt auf mit diesem Part und beende auch meine jetzige Session, meine heutige Session. Aber mir ist aufgefallen und noch eingefallen, dass ich ja hier noch ein paar Trainer zu knüppeln habe, ne? Wie du zum Beispiel.
Das musst du dir anhören. So ein rothaariger Schnösel hat sich über mein geliebtes Pokémon lustig gemacht. Und du wirst jetzt dafür büßen! Okay. Hey, wieder so ein Rechtspopulist. Und mit einem Nidoking. Das ist betrachtlich. So, ich hab dich jetzt gerade irgendwie. Warum habe ich jetzt gedacht, Makato ist jetzt mit Dingsbums gepaart? Mit James. Aber das hier sollte dann doch relativ einfach gehen. Giftstachel. Hätte aber bei Makato ziemlich wehgetan. Oh, natürlich wieder, ne? Wurde vergiftet. Aber nimm das hier, stirb! Ja, ja, ja. Soll ich mich auch lustig über dich machen, ne? Naja. Nidoking hat's in sich. Makato. Bist du dir sicher, dass jener Typi sich über dein Pokémon lustig gemacht hat? Und nicht über dich? Es ist jedem selbst überlassen, welche Art von Pokémon er mag. Du glaubst wohl selber nicht. Ich liebe mein Pokémon! Und ja, ich meine dieses Liebe. Oh nein, Goji! Mit Lamus! Ja, ist jetzt gar nicht so schlecht. Es sei denn, es hat irgendwie Eistrahl, was ich aber bezweifle. So, Makato kann das hoffentlich alleine schaffen, ne? Sei denn, er kommt jetzt wirklich mit Eistrahl oder so daher. Das wäre fatal. Die Wesen hier, das wäre fatal hier jetzt nicht. Warum rede ich von der Vergangenheit? So, paralysiert und jetzt Paraflinchen mit Egelsamen. Das ist meine Devise hier. Und Giftpuder auch noch. Giftpara. Sowas wird's in der siebten Gen geben, ich sag's euch. Och Mann, ey, jetzt heult er mir die Ohren voll. Obwohl, was sind das eigentlich für Ohren? Oh Gott, das ist... Man möge ja glauben, dass das ja ganz normale Ohren sind bei Lamus. Aber denkt euch mal, das ist ja so ein Kringel, ne? Es ist eigentlich so ein langes Ohr, ne? Das jetzt einfach nur so gekringelt ist, ne? Denkt euch das einmal. Gott. Lamus würde so bescheuert aussehen. Wenn es seine Ohren dann strecken würde, ne? So zwei Zäpfchen. Ach man. Die Muschel hinten schaut auch schon so aus. What the fuck, was hast du mir doch gerade gesagt? Ich kann das jetzt never unsee again und so. Schaut auch voll geschockt aus. Naja. Oh, heul mich doch nicht an. Naja, dann wirst du eben ausgesaugt. So wie Zell seine Opfer ausgesaugt hast, so wirst du elendig sterben. Oh, aber das war schon ein bisschen grafisch, muss man sagen, in Dragon Ball. Ja, es ist so ein Kampf-Anime, wo Arme ausgerissen werden und sowas. Aber ich fand doch das doch ein bisschen zu grafisch, als dann Zell die ganzen Leute ausgesaugt hat. Ich glaube sogar bei seinem ersten Auftritt, ne, wo er diesen alten Mann, wo zuerst dieser alte Mann aufgesaugt wird und dann konnte man, oder dann hat sich halt Cell vorgestellt in der Serie, ne, dieser Typi. Das war schon irgendwie ein bisschen, puh. Hey, hast du seltene Pokémon? Hey, soll ich dir in die Eier schlagen? Nein, bitte nicht! Taro! Oh, ich mag den Namen Taro. Das muss man dem Typi hier doch lassen, ne? Taro ist ein schöner Name. So nenne ich auch meine männlichen Lavita. Natürlich dann auch Despotar. Ne, versteht ihr warum? Taro? Ta! Lavita! Despotar! Upitar. Taro. Ich weiß, ich bin ein wahrer Genie. Außerdem muss ich da an diesen Typ hier aus Captain Tsubasa denken. Den mochte ich auch, den Taro. Ja, so schaut's aus. Und
Nidorino, okay. Ich glaube, ich wechsle mal zu Noel und die macht das schnell wie der Wind. Obwohl es ein Moorlord ist, aber egal. Auf geht's, Noel. Zeig diese Nidorino, was ne Hake ist mit deinem Lehmschuss. Doppelkick, wie süß. Wie süß, das macht mir doch nix. Und ich glaube kaum, dass der Fußabdruck von diesem Nidorino so ausschaut wie die Animation, diese Fußabdruck. Stellt euch mal jetzt ein Nidorino mit so Menschenfüßen vor. Oder generell irgendwelche Pokémon mit Menschenfüßen. Das wird so bescheuert ausschauen. Und nicht in der gleichen Farbe, sondern in der Hautfarbe eines Menschen. So ein violettes Nidorino mit so, keine Ahnung. Eigentlich ist es egal, welche Hautfarbe. Wird alles bescheuert aussehen. Meine armen Pokémon-Lieblinge. Obwohl, ich glaube, gegen dich könnte man auch gut trainieren. Da werde ich offscreen einfach mir Gedanken machen. Wen ich da jetzt aufnehme und welche Nummern ich einfach jetzt mal lösche oder so. So. Ein Top-Eater hier. Und ich glaube, hier drinnen gibt es nichts, oder? Wir können ja mal kurz reinschauen. Und dann war's das mit diesem Part. Und auch mit dieser Session. Ich glaube, jetzt muss ich Kohle zahlen, oder? Och, Mann. Ja. Ich habe nicht vergessen, dass es diese Heinis hier gibt. Aber ich hatte mir gedacht, es kommt irgendwie später. Oh. Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon. Wir haben großen Spaß. Oh Gott. Moritz, was machst du denn mit mir? Wir sind doch vergiftet hier. Das gibt doch gar nicht. Egelsamen. Ich brauche ein bisschen Zucker. Ja, wir saugen hier nur Zucker aus. Giftstachel sollte trotz Effektivität halt jetzt nicht wirklich viel ausrichten. Naja. Aber dann haben wir es hier hinter uns, ne? Eigentlich könnten wir rein theoretisch... Können wir jetzt schon hier dieses Event freischalten? Na, freischalten. Was heißt freischalten? Können wir hier jetzt schon das Gyarados fangen? Anschließend hier Team Rocket bezwingen? Na, dieses Event? Können wir das rein theoretisch, obwohl wir die Arenen noch nicht hinter uns haben? Ich probier's. Ich würde es ernsthaft probieren, ne? So, jetzt wechsle ich einfach mal zu Noel. Kriegt sie auch ein bisschen was ab. Vom Sandern. Lebensnektar. Das klingt auch so doof. Besonders, weil das jetzt ein männliches Sandern ist. Oh Gott, nee, auf diese Schiene möchte ich jetzt nicht geraten. Nee, nee, nee. So, denken wir über etwas anderes nach. Aber das wäre wirklich interessant, wenn wir das jetzt wirklich schon machen könnten. Und das würde ich gar nicht so negativ empfinden, ne? Einfach, weil es dir eine Freiheit gibt und es nicht so linear ist, ne? Oh, Megasauger! Was soll das? Giftpuder kann immer wieder gut sein, ne? Gift ist immer gut. Egelsamen. Ich weiß nicht. Es bedarf an Teamwork hier. Und da kann Egelsamen doch recht gut sein, ne? Kopfnuss kann auch recht gut sein. Giftpuder. Ich habe bis jetzt noch kein Giftpuder verwendet. Eher Stachelspore, deswegen Giftpuder. Gut. Der Part hat auch wieder 30 Minuten Länge. Sorry. Naja, ist auch jetzt halb so schlimm. So, Noel, hältst noch was aus? Pff, zu Bart. Makato, Makato, Makato. Nee. Aber ich würde dir jetzt mal ein einfaches Item geben. Einfach weil mir das zu riskant ist hier. One-Hit, dann wäre es ja kein Problem, aber Schaden von Zubat plus Gift ist
Und Flügelschlag, das wäre doch fatal gewesen. Vielleicht eventuell. Wie viel habe ich jetzt? 20? Irgendwie, naja, ich hätte das ausgehalten. Aber better safe than sorry. So muss man hier rangehen, ne? Und es wäre One Hit, ne? Better doppel safe than doppel sorry. Nein, eigentlich doppel safe than sorry einmal oder so. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt genügend KP, um hier das Sandama zu plätten. Ende gut, alles gut, gut gemacht. Ach ja. Ich mag mein Team. Und ich möchte nicht, dass es von dannen zieht. Weil das hätten sie sich nicht verdient. Sie kämpfen alle so schön. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Besonders, wenn dann die Pokémon gekillt werden. Naja. So, ich denke jetzt auch mal über die funktionelle Weise meiner Pokémon nach. Das ist eigentlich ziemlich unnötig jetzt gegen Ende des Parts. Aber ich sag's trotzdem oder ich mache mir trotzdem Gedanken. So, wie, was, wo? Ich würde sagen, Rewe und Delphi auf jeden Fall für die Kampfarena, wenn sie trainiert sind, ne? Jetzt ist es übrigens gleich 23 Uhr. Ich möchte schon heute noch, weil es eben jetzt gerade passt, Revo trainieren, bis es eben zu einem Nachtara wird, weil Evoli entwickelt sich in der Nacht zu Nachtara, ne? Und jetzt 23 Uhr? Ja, gut. Und ja, der nächste Arenaleiter, also die Stahlfuzzi-Frau, eigentlich Noel. Dann Eis. Puh, das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger, ne? Eis. Entweder Delphi und Revo oder... Puh, Noel. Drache. Also die letzte Arenaleiterin. Noel. Oder auch wieder Revo und Delphi. Also Revo und Delphi, die können so eine Mauer werden in unserem Team. Aber ich möchte auch die anderen zwei nicht vernachlässigen. Aber gegen die Stahlfrau kann ich euch nicht einsetzen. Das ist irgendwie... Nein. Oder... Nee, wenn wir nichts Spezielles haben, was irgendwie sehr effektiv ist, jetzt hier nicht wirklich... Das muss Noel eigentlich richten mit Makato. Oder die beiden. Obwohl, eher die beiden, ne? Und Eis ist auch schlecht. Wegen James hier, ne? Vielleicht gegen... Das könnte ich vielleicht versuchen, aber da muss ich mir noch Gedanken machen. Gegen die letzte Arenaleiterin. Weil die ja meistens Drache und Wasser... Obwohl, ihr Ass hat... Ist ja ein Drache-Wasser-Pokémon. Da ist James normal effektiv, ne? Aber es hat nicht die besten Verteidigungswerte, oder? Speziell besonders hier. Speziell ist ziemlich miserabel. Und so ein Drachenpuls. Obwohl, bis dahin habe ich wahrscheinlich James schon entwickelt. Wenn es jetzt nicht stirbt irgendwo. Aber ich setze euch für Team Rocket-Gedöns ein. Das mache ich mit euch. Dann ist das alles schön ausgeglichen. Und die zwei werden dann so eine richtige Mauer sein. So ein Hinterhalt, auf den man sich verlassen kann. Ja, ja, ja. Das sind eigentlich wieder so Offscreen-Sachen eines Let's Players. Oder generell eines Spielers hier, der jetzt eine Nuzlocke-Variante zockt. Die müsst ihr jetzt nicht wirklich erfahren. Oder ich kann schon nachvollziehen, wenn da ein paar Leute sagen, das ist... Warum redest du das jetzt? Warum überlegst du dir das nicht offscreen? Aber ich denke mir halt auch irgendwie, rein theoretisch könnte das auch interessant sein für euch, was ich hier mir für Gedanken mache über die Zukunft hier. Also das kann ich mir gut vorstellen, ne? Was ich eben gerade gesagt habe. Und die zwei gegen Team Rocket Fuzzis. Außer halt der letzte, weil ich weiß, der hat einen Hunduster und da wäre das ziemlich fatal. Egal. Auf jeden Fall, wie geht's dir? Ne? Wow, geht einmal ausgiebig. Naja, auf jeden Fall war's das, Leute.
von heute. Ja. Ich habe schon eigentlich ziemlich viel erreicht. Ja, ein bisschen. Manchmal habe ich ziemlich lange gebraucht, aber im Prinzip. Heute in meiner heutigen Session. Das ist auch wieder sowas, wo man sagen kann, das ist ja eigentlich sowas von uninteressant. Aber trotzdem machen wir doch. Wir haben ja hier gestartet mit einem Leuchtturm. Zumindest ich habe gestartet die Session. Und dann habe ich das hier durchgenommen. Da sind wir eigentlich nur kurz gewesen. Kurzer Aufenthalt, aber der hatte es in sich, ne? Und dann sind wir hier gegangen und haben das hier alles abgeklappert. Also wird jetzt die nächste Zeit hauptsächlich Arena-Leiter-Action. Obwohl Arena-Leiter-Action nicht wirklich, ne? Im nächsten Part werden wir hier diese Arena machen. Und ich weiß nicht, wann kriegen wir den Stärke? Wann kriegen wir Stärke? Das möchte ich wissen. Wir brauchen für den Fleckmann-Brunnen Stärke, das weiß ich. Und Alfruinen? Ich glaube, da brauchen wir für die Rätseln vielleicht diverse Sachen. Ich glaube auch Fliegen oder sowas oder irgendein Item. Egal. Leute, das war's aber. Ich mache mir halt Gedanken und ich denke mir halt, das habe ich jetzt einfach mit euch gemacht, damit ihr auch mal in meinen Kopf schauen könnt. Egal. Leute, das war's. Macht's gut und tschüss. Bye, bye.